Hallo zusammen, hier sind wir wieder von 3Bytes TV, heute mit Michaela Dotschikova. Hallo. Michael, it was your first race today. How did you like it? Well, I have to say it was really amazing. I didn't know what to expect. I race a lot, but honestly, I wasn't sure what to expect from the start of a NASCAR race because it's different. There's so many cars on the grid and it's dangerous. And everybody's trying to find a spot as always. And I'm really satisfied with the result. And it's the whole race was so tense, you know? And it was, I didn't know where is going to happen, and I was really happy with how the race went, with the restarts, with the safety car. It was also exciting because then you get basically three starts, yeah? And the start is always the best. Ihr hat das Rennen richtig gut gefallen. Sie ist sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist, wie sie sich selbst entwickelt hat. Sie hat zwar auch so von allem so ein bisschen was dabei gehabt, aber ja, das Rennen war halt sehr interessant, allein durch die ganzen Restarts. Und das Beste an einem Rennen, sagt sie, ist halt immer der Start. Entsprechend fand sie die Restarts richtig klasse. Is it a big difference to what you're driving normally? Yes, this is 400 HP. It's huge. Ja, das, was sie sonst fährt, hat deutlich weniger PS. Hier bist du bei 400 PS und das ist schon ein großer Unterschied für sie. Anything else about the driving itself? Yeah, I love NASCAR and I really... The car and the race met my expectations because, you know, with the new technology and everything, all is electronic and these cars are pure racing. And the whole series is like really coming from the heritage, from the past, you know, how the cars were set up. Strong, raw, powerful, and I really love it. It's a car, yeah, it's a real car. Ihr gefällt hier in der NASCAR richtig, dass man ein richtiges Auto einfach hat. Nicht nur die ganze Elektronik, sondern man hat ein Auto, man arbeitet wirklich so mit den Basics und man muss arbeiten und es kommt dann auf ein Fahrrad drauf an und man hat nicht nur die Technik. Do you think you will have another chat in Zolder? Well, I would love to, but I don't think I will make it there, okay. Because I wanted to try the first race and then let's see the next season. Of course, if an opportunity comes up, I would take it immediately because I love it. I really love it. So any chance I will do it. What are you planning for next season? Well, planning, yes. But you know how it is with motorsport. It's sure. Planning is one thing and reality is another. So yeah, let's see if it's reality. In Zolder wird sie leider nicht fahren können, das wird sehr wahrscheinlich finanziell nicht passen, aber sie plant auf jeden Fall, dass es im nächsten Jahr passen könnte. Kommt natürlich auf vieles an, auf die Sponsoren und alles, aber sie hofft, dass es passen könnte. Thank you very much for your time. Danke sehr.